ich kann nur allen raten, geht auf die Straße, zeigt endlich euer Gesicht, fordert eure Grundrechte zurück. Und zwar unabhängig von einem Impfstatus. Freiheit erimpft man sich nicht. Grundrechte erimpft man sich nicht. Grundrechte hat jeder Mensch von Geburt an und nicht mit einem positiven Impfstatus. Deswegen, ich kann es nur noch mal betonen, solange die Bevölkerung oder der Großteil der Bevölkerung weiter diese Maßnahmen befolgt, wird sich nichts ändern. Und wenn jetzt Herr Lauterbach 500.000 Menschen in Deutschland ein Arbeitsverbot gibt im Gesundheitssektor, weil sie nicht geimpft sind, dann stellt euch schon mal drauf ein, in was für Aussagen von Herrn Lauterbach in den nächsten Wochen wieder kommen werden. Kommt auf die Straße! Zeigt der Regierung die rote Linie! Macht nicht mehr mit! Wenn euer Arbeitgeber sagt, ohne Impfung kommt ihr nicht mehr rein, lasst euch krank schreien! Und das Kabel auch für die ganzen, das Problem, was seit der ganzen Zeit ist. Euch werden die Restaurants dicht gemacht. Jetzt sollen viele von euch die Corona jetzt zurückfallen. Raus auf die Straße mit euch! Wie gesagt, 1-2 Euro übrig hat als Spende für unser weiteres Vorgehen, würde ich mich freuen. Wir haben hier eine Spendenbox. Wie gesagt, wer was übrig hat. Es wird alles sinnvoll in unsere Bewegung investiert und nicht irgendwie ja, für irgendeine Scheiße auszugeben. Möchte noch irgendwer was sagen? Hat irgendwer noch irgendwie Redebedarf? Möchte einer das Mikrofon in die Hand nehmen? Weg mit der Scheiße. Ich sag ja, aber. Das ist das, was mir einfällt. Weg mit der Maske, weg mit der Maske. Weg mit der Scheiße hier! Auch kein Maulkorb. Genau. Da auch noch, da ist egal. Meine Erziehungsberechtigten sind schon verschorben. Insofern. Okay, ich geb dann das Mikrofon nochmal an. Ich gehört habe in meinem Leben.
Alle anderen wollten nur was Hallo, ich krieg's noch einmal. Ich wollte nur sagen, dass es einfach immer noch schlimmer ist, als man denkt. Also es ist so, dass jetzt am 16.03. ja diese berufsbezogene Impfpflicht gekommen ist und dass es hieß, die Gesundheitsämter sind überlastet und da kommt erstmal nichts und die haben ja genug zu tun mit der Nachverfolgung von Corona. Aber es ist tatsächlich so, dass die Leute, die jetzt sogar genesen sind, bis Mitte Mai eigentlich noch 2,5 Monate Ruhe hätten, sogar die haben schon eine Aufforderung bekommen, jetzt bis zu 2.500 Euro zahlen zu müssen und dann mit einem Betretungsverbot rechnen müssen. Also es ist nicht so, dass das alles dahin schwappt. Also jedenfalls nicht in Niedersachsen. Die haben die Gesundheitsämter aufgestockt, Personal eingestellt und die sind sofort rausgegangen, die Bescheide. Und das ist echt erbärmlich, wenn es immer heißt, wir müssen das Gesundheitssystem schützen. Also die haben es rausgehauen und die Leute stehen massiv unter Druck. Danke, Tina. Danke. Ja, wie gesagt, wir werden erst wieder aufhören, wenn diese Maßnahmen vorbei sind und die Menschen, die dafür zuständig waren, dass so ein Zustand in diesem Land überhaupt zustande gekommen ist, ihre gerechte Strafe dafür bekommen. So lange werden wir auf die Straße gehen. Wir haben ja sowieso nichts Besseres zu tun. Wir sollen ja einmal mit dem Arsch zu Hause bleiben, wir Ungeimpften. Aber nein, wir bleiben nicht zu Hause. Und wie gesagt, wir sprechen auch die Geimpften an, die jetzt langsam gemerkt haben, dass die Versprechen der Regierung nicht eingehalten werden. Weil man muss ja auch ganz klar sagen, auch die Geimpften haben ihre kompletten Grundrechte nicht wiederbekommen. Und deswegen frage ich die Geimpften, wie lange wollt ihr denn das Spiel noch mitspielen? Wann ist eure rote Linie erreicht? Wenn ihr sagt, ey! Das wäre, ich spreche auch die Geimpften an, ihr könnt uns gerne anschließen. Wir grenzen keine Menschen aus. Wir hetzen nicht gegen andere Menschen. Und die Einzigen, die wir höchstens hetzen werden, wäre die Regierung, weil sie uns nur belügt und betrügt. Okay, ich würde dann jetzt noch ein, zwei Lieder spielen.